Willkommen von der Comtex 2015, wo wir bei Asus sind mit dem G75i 17 Zoll Gaming Notebook im dicken Format. Für unterwegs könnt ihr hier dieses wuchtige Ding mitnehmen mit vielen Anschlüssen, einem sehr schönen Display und vor allem der neuesten GTX 89M drin, also der neuesten Nvidia-Grafik hier mit dabei. Das seht ihr hier mit G-Sync sogar, dass die Frames per Second bei über 50 liegen bei G-Sync. Das ist natürlich immer sehr schön. Hat sogar ein Award bekommen von der Computex-Gemeinschaft. Und wir haben auch Republic of Gamers Makro-Keys hier für Spiele, die wir uns hier selber einstellen können auf der Tastatur hier oben. Tastatur, leider das Trackpad nicht mittig von dem Gerät selber, sondern zu der Tastatur, aber das mögen viele mögen, werden viele mögen, beziehungsweise separate Maustasten. Schauen wir uns die Anschlüsse ein bisschen an, wo wir hier ein Blu-ray-Laufwerk drin haben, beziehungsweise Kensington USB 3 und auch ein SD-Kartenleser vorne. Vorne ein Status-LEDs. Und dann auf der anderen Seite alles andere wichtige: Headset, USB 3, DisplayPort, HDMI, Netzwerk, VGA und Strom. Unten? Festplatte und RAM wird sich hier einfach austauschen lassen, nehme ich an. Das schaut nämlich so aus, als ob der Bereich hier dafür gedacht wäre. Ansonsten das ganze interessante Design, so ein bisschen wie so ein Auto. Und von außen auch wieder das Asus-typische Republic of Gamers. Hier ein bisschen gummiert außen, ein bisschen Metall. Und hier kommt entsprechend die warme Luft raus, die ich auch jetzt schon ein bisschen spüre. Aber dafür haben wir ja viel Leistung drin mit Intel Core i7 und so weiter. Das war es auch schon mit dem G75i hier im ganz kurzen Hands-on auf der Computex 2015. Mein Name ist Balaj Gahan und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.